Und dann herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen feinen Video. Heute wird es auf Overnight gehen. Ich war beim Friseur, wenn man ganz unverkennbar sieht. Und ich muss jetzt erstmal die Sachen raussuchen, die ich brauche. Und dann gucken wir mal, wie viele Rucksäcke ich brauche oder nicht. So, dann wollen wir doch mal gucken, was der Rucksack mit Schlafsack und so wiegt. Sieht man das? 8,7 Kilo. Das ist okay. Der andere wiegt, ich muss leider ein bisschen festhalten, 7,5 Kilo. Ich sag mal so, leichter als Jörg Rucksack, der 15 oder 16 Kilo, wo einer so viel wiegt. So, mit Sack und Pack geht es jetzt nach oben. Ich bin Gott sei Dank vergleichsweise leicht. Ja, schauen wir mal, ob wir oben ankommen, ne? So, die GoPro ist jetzt alle, wir sind hier oben. Während wir schlafen, da sieht man den Gimmi. Es ist deutlich dunkler, als es im Moment scheint. Und da unten im Hof sind zwar noch welche, aber die scheinen ganz okay zu sein. Und wir warten jetzt mal, was passiert. Also wir sind gerade da unten, waren wir vorher. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Nachdem wir eigentlich schon schlafen wollten, aber dadurch gehen noch Leute hier haben, die mit Taschenlampe rumgeleuchtet haben, dachten wir uns, wir machen uns auch einen kleinen Spaß. Inzwischen ist es so kurz nach null. Da hinten seht ihr Stadt und Geländer und hier seht ihr nichts, aber es wird langsam Zeit zum Schlafen, deswegen sehen wir uns morgen irgendwann vielleicht wieder. In dem Sinne, gute Nacht. An der Stelle guten Morgen, die Sonne ist gerade aufgegangen, wie man gesehen hat, und es ist jetzt kurz vor 6. Also ich war selten so wach um kurz vor 6, aber ist okay. Und es ist so 4, 5 Grad. Hände sind ein bisschen kalt, aber sonst ist mir warm. Bevor wir uns jetzt wieder auf den Weg machen, dachte ich mir, ich zeige euch gerade noch die Anti-Diebstahl-Sicherung, oder dass halt keiner hereinkommt. Also einmal liegt hier halt jede Menge Glas. Und ja, dann haben wir hier noch ein kleines Band festgemacht. Das hält jetzt nicht viel ab, aber es reicht auf jeden Fall. Und es hätte Lärm gemacht, falls da jemand gekommen wäre. So, damit wir aber jetzt hier keinen Lärm machen, entfernen wir das einmal. Und Nummer 2 war, wenn wir hier weitergehen. Also eigentlich ist es ganz schön hier. Hier ist nämlich ein Fenster, über das man reinkommt. Einmal sieht man hier diese ganzen Steine. Wenn da mal drauf wäre, wären die runtergefallen. Und da hinten haben wir eine Tür und die haben wir da hinten mit so einem Querbalken bisschen verbarrikadiert. In dem Sinne, klauen konnte man uns nicht, aber ja. In dem Sinne verlasse ich jetzt hier auch erstmal das Dach. Hier in der Hand der Rucksack.
Der ist auch relativ schwer. Ich frage mich gerade, warum ich den nicht auf dem Rücken habe. Aber die Kamera kann ich halt hier gleich an der Seite einklippen und dann bringen wir erstmal das Zeug ins Auto und kommen dann nochmal für ein paar Aufnahmen wieder. Anfang der 60er Jahre entstand dieser Gebäudekomplex. Damals schüttelte man wahrscheinlich bei dem Projekt den Kopf. Wie könne man nur so etwas bauen? Doch auch heute wirkt das Gebäude, abgesehen von den Graffitis an der Wand, immer noch modern. Die ersten 20 Jahre konnte man in diesem Gebäude übernachten und seine Freizeit verbringen, bis Ende der 80er Jahre das gesamte Gebäude in einen Bürostandort umgebaut wurde, der zeitweise sogar bis zu 700 Mitarbeiter beschäftigte. Als 2002 der Unternehmensstandort in eine andere Stadt verlegt wurde, wurde dieser 4,7 Hektar Großkomplex zum Lost Place. Seit 5 Jahren steht allerdings der Plan, das gesamte Gebäude wieder in ein Apart-Hotel umzubauen. Von vorne soll weiterhin die alte Sicht erhalten bleiben und es soll nur nach hinten erweitert werden. Stand 2006 sollte Ende 2017 oder Anfang 2018 der Baustart sein. Leider hat sich aber immer noch wenig getan und die Zerstörung nimmt so nur noch weiter zu. Und damit kommen wir jetzt zum Lost Place Teil des Videos. Und zwar schauen wir uns jetzt mal die alte Schwimmhalle an. Hier rechts von mir ist noch eine alte Sauna. Schön noch mit den Steinen und die Sauna. Es riecht auch noch nicht verschüttet oder so. Das ist nicht normal auf jeden Fall. Und dann geht's, wenn wir hier weitergehen, ins Schwimmbad rein. Einige werden dieses Motiv spätestens wahrscheinlich wiedererkennen. Und ja, hier ist halt das Becken, das ist so hier ungefähr 1,75, 70 tief oder so. Und wenn wir dann einmal ins Becken schauen, sehen wir, hier ist es ungefähr so 1,50 der Überlauf. Und wenn wir jetzt weitergehen, geht es halt ein bisschen runter. Das heißt, hier hinten war das Becken so 1,70, 1,75 beim Überlauf. Weil wenn man jetzt mal guckt, es geht mir so ein bisschen bis über die Brust. Wärterkabine. Hier können wir noch irgendwelche Schwimmerdrähte, Sauna und Heizung, Ventilatoren ummachen. Das Ganze geht logischerweise nicht mehr, aber wir gehen jetzt mal noch in den Maschinenraum. Ich hoffe, man sieht überhaupt irgendwas und ich sehe zumindest schon mal was. Und ich würde sagen, ich drehe die Kamera mal um, damit ihr auch was gescheit seht. Wenn wir von der Treppe hier runterkommen, sehen wir erstmal jede Menge Apparaturen, Vorlauffernheizung, Vorlaufverteiler, Pumpen, Luftheizung, Vor- und Nachwärmevorlauf, Gegenstromapparat, Boilerverlauf, also alles Mögliche. Hier ist Gott sei Dank auch noch nicht das Glas kaputt wie in den anderen. Was hier noch steht, auf jeden Fall jede Menge Pumpen. Das ist echt groß. Und dann kommen wir hier unten zu irgendeinem Tank. Was auch immer das für ein Tank ist. Hier sind irgendwelche weitere Luftfilteranlagen. Oh, und das nenne ich mal gelinde gesagt ein Rohrbruch. Können wir jetzt auch mal hier gerade noch reinschauen. Ja, ist schon ein bisschen dreckig, würde ich sagen. Ja gut, hier sind ein Luftfilter drin, also so Filtermatten. Alter, das ist aber echt groß. Und hier sind einfach leere Räume. Da sind 2 Türen zugemacht worden. Und wenn wir dann hier aus diesem Lichtgang kommen, haben wir hier rechts von uns noch einen Konferenzraum und viele weitere. Also vielleicht erinnert ihr euch, wir haben gestern Abend hier gegen diesen Gang geleuchtet und ein wenig Licht gemacht. Und da sind die Fenster, wo die rausgeleuchtet haben. Und wenn man da die Treppe noch hochgeht, da haben wir geschlafen. Was ich einfach schon wieder gar nicht akzeptieren kann, ist, wie kriegt man so eine Säule einfach auf den Boden? Also hier hast du 4 Schwerlastanker, die waren da logischerweise im Boden drin. Die Säule ging halt nicht ganz bis zur Decke, sondern es war halt so eine Säule, wo halt so Beleuchtungseinheiten dran waren, so wie da. Aber trotzdem, also bis man so ein Ding umgeschmissen hat,
braucht es auch ein wenig Gewalt. Gerade nochmal an der umgeschnibbelten Säule vorbei, kommen wir jetzt in den Haupteingang und den Empfangstresen. Weil hier vorne, sieht man mal der Haupteingang, hier ist dann Empfangstresen gewesen. Und jetzt weiß ich auch, wo die Küche ist, nämlich nicht eins drunter, sondern wir kommen jetzt erst zu dem, so sieht aus wie ein Frühstücksbuffet. Das heißt, wir haben ganz viele so Glasvitrinen. Also muss nicht nur Frühstück gewesen sein, kann auch alles andere gewesen sein. Und wenn wir da weitergehen, kommen wir im Optimalfall in die Küche. Und das sieht gut aus. Und zur Erklärung, wozu dieses kippbare Ding gut ist, zum Bratensoße reinmachen zum Beispiel. Und dann kannst du halt hier das ganze Ding wieder hochdrehen und zumachen im Optimalfall. Und das ist halt wirklich was man sau gerne sieht. Also das Ding ist so geil. Und zweitens, da drüber ist noch diese tropfende Decke. Und das heißt, das Ganze wird immer mehr verlaufen. Und dann gehen wir mal noch in die kleine Kegelbahn. Wir machen jetzt das, was man normalerweise nicht macht. Ja, wir laufen einfach mal auf der Bahn. Allerdings ist hier auch nicht mehr viel drin. Ein paar kleine Kegel gegen eine zerdepperte Kugel. Also wie man das hinkriegt, weiß ich auch nicht. Und da drüben ist halt das andere Feld. Und jetzt sieht man halt hier rechts die Scherenbahn. Also die geht halt von so eng, wird die so breiter. Und links eine ganz normale Bahn. Die Scherenbahn wird häufig in, gibt's häufig in Bayern. Und dann saß man halt hier an der Stelle, wo jetzt inzwischen halt auch schon, ich glaube, man sieht ein bisschen die Spiegelung, was da durch ist. Und hier war halt die Maschine, die die Kegel zurückgeholt hat. Das war's damit von einem weiteren kleinen, feinen Lost Place Overnight, wie auch immer. Es war ja eine Mischung aus beidem. Ja, es ist ein großes Gebäude, würde ich sagen. Und wir sehen uns irgendwann demnächst wieder. In dem Sinne war's das von einem weiteren kleinen, feinen Lost Place Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Damit würde ich sagen, Schluss aus, Applaus nach Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao.